Alter, ey. Geh da mal rein, ey. Also, meine Damen und Herren, hier ist das Moped, was ich euch ja letztes Mal schon vorgestellt habe. Und zwar wollen wir jetzt mal wieder so einen Rundgang machen. Diesmal mit einem neuen Moped. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir das einigermaßen eingefangen kriegen. Also es ist eine CB400S. Hier steht zwar S, aber ich habe SF gesehen. Von 1997. Ne? Also Honda Super 4. Vierzylinder, 400 Kubik Maschine. Und die ist jetzt schon seit einiger Zeit in Ausländerhänden hier in Tokio. Man wird alle paar Jahre mal verkauft und jeder, der sie hat, der freut sich dann immer ganz doll und baut da irgendwas an, so ungefähr. Also ich sag das jetzt nochmal genau, das ist nicht mein Motorrad. Und zwar ist das die Maschine von meinem Kollegen und er hat so ein bisschen Probleme mit dem Parken gehabt, deswegen ist ich hier. Und ich habe ihm natürlich den Schlüssel abgenommen, ne? Das heißt, man kann da ein bisschen mit rumspielen. Ja, das spiegelt sich schön im Tank. Also da haben sich schon ein paar Leute mit auf die Fresse gelegt. Wie ihr natürlich hier wieder sehr schön sehen könnt. Außerdem sind da diverse Ersatzteile dran. Das heißt, zum Beispiel die Dinger hier sind ausgetauscht worden. Dann haben wir, die Fußrasten sind erneuert. Der Auspuff ist natürlich nicht mehr original. Die Federn hinten sind verändert. Außerdem, jetzt vorm Kaufen, ist die Kette neu und die Sprockets. Was heißt denn Sprocket auf Deutsch? Die sind jedenfalls auch erneuert worden. Außerdem sind die Bremsleitungen neu. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Bremsen auch neu sind. Aber die Leitungen sehen auf jeden Fall neu aus. Ansonsten ist der, was heißt ein Handlebar? Der Lenker? Der Lenker ist auf jeden Fall auch neu. Ne? Ansonsten 1997 24.000 Kilometer gelaufen. Und ich bin da jetzt bummelig 300 mitgefahren. Das gefiel mir eigentlich ganz gut. Ja, die Angststreifen könnten ein bisschen kleiner sein. Naja, gut. Da waren ziemlich krasse Angststreifen drauf. Als ich die gekriegt habe, die waren irgendwie so hier oben. Der ist anscheinend nur in der Stadt mit rumgeeiert mit dem Ding. Ich bin natürlich erstmal gleich nach Oktama gebrettert und habe die Sau rausgelassen. Das könnt ihr euch auf dem englischen Channel angucken. Ansonsten wollen wir uns mal hören, wie sie sich anhört, ne? Also ich will jetzt noch mal allen sagen, bevor sie hier meckern, ich habe sie ein bisschen warm laufen lassen, bevor ich hier jetzt anfange. Ne? Ansonsten haben die Kleinen das ja nicht so gerne, ne? Also die Maschinen auf jeden Fall. Und dann auch noch eine Vierzylinder. Gucken wir nochmal hier, ob wir da ein schönes Bild von hinkriegen. Also ihr könnt jetzt sehen, ja, Over Racing Project Made in Japan Exhaust System. Absolut keine Ahnung, was das da sein soll. Oder was das, ob das irgendein toller ist, ne? Also ich weiß nicht, wie viel mein Kollege da jetzt an Kohle reinstecken will. Ich denke mal, er will einfach nur ein bisschen die Sau rauslassen. Und da jetzt ein halbes Jahr bis Jahr mitfahren und dann gibt es nächstes Jahr eine neue oder eine ordentliche, sag ich mal. Naja, auf jeden Fall machen wir sie mal an und gucken wir mal, was sie sagt.
also wie ihr hier erkennen könnt, ich habe den, hab's Tonbandgerät mitlaufen. Und weil ich nämlich meine, dass der Ton hier von meinem Helmmikrofon nicht so toll ist, ne? Deswegen schalten wir jetzt einfach mal auf das Mikrofon um. Und zwar in 3, 2, 1. Wollen wir das nochmal mit dem Fahren versuchen? Ohne Ende Kacke. Ich hätte gerne die GoPro dritte. Aber das wird wohl nichts, wa? Also mit dem Schalten ist heute nicht so geil. Mir tut der Arsch auch schon wieder weh. Fast froh, dass er rechts rum ist, links rum ist. Oh. Man schaltet irgendwie mit einem großen C, ohne da jetzt großartig mit dem Schuh überhaupt ranzukommen. Die Hinterbremse, die Hintenbremse, die kannst du schon fast vergessen, weil ich das Pedal immer nicht treffe. Also mir tut es schon fast leid, dass die Kleine hier gehen muss. Ich hätte sie gern behalten, bloß einfach um, ist ja einfach nur in der Gegend rumzuballern, ne? Also so richtig auf die Kacke hauen kann man mit dem Ding schon. Einfach so ein bisschen Spaß haben. Oh Mann, ey. Eier Nackenkram. Ey, wenn du da nicht durchpasst, dann kauf dir ein kleineres Auto. Und wieder bremsen. Nee. Ah, jetzt bremst er wieder. Es wird sich wieder eingeschissen. Ah, shit. Das hätte ich gerne noch geschafft. Fuck. Ich kann nicht runterschalten ordentlich. Ich treffe den Schalter nicht. Da vorne.
ist auch schon wieder die nächste Autokolonne. So eine Kacke immer, ey. Langweilig, langweilig. Ah ja, bei Rot, ne? Genau, lass mal bei Rot rüberfahren. Alter, ey, geh da mal rein, ey. Hier immer, ey. Komm mal, grün, werd doch grün. Ich glaube, die Vorderkamera, die kann ich bald vergessen, so wie die am Wackeln ist. Ich hoffe, es hat gefallen. Ein kleines, ja, eine kleine dumme Scheißtour wieder. Totaler Blödsinn. Tragt eure Schutzkleidung, Leute. Das war bloß ein bisschen Jux. So einen Scheiß mache ich normalerweise nie. Das war den ganzen Sommer heiß hier. Mit 35 plus. Und ich habe immer Klamotten an gehabt. Habe jetzt auch Handschuhe an. Uhu. Ich wollte einfach nur ein bisschen, ja, ich wollte einfach mit den Schuhen ein bisschen rumspielen. Ist auch schön. Schönes Abenteuer mit den Dingern überhaupt zu schalten. Die Bremse, bei der Bremse sieht das nicht anders aus. Also deutsche Wurst, Riding Japan. Hallo, nee, nicht wirklich. Also ich sag mal, auf Wiedergesehen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt mir treu. Gruß an Sharky für den Facebook-Post. Eine Kacke, ey. Mein Zeh tut mir weh. Vom vielen Schalten. Was gibt's Neues? Ich habe in letzter Zeit wieder relativ viel aufgenommen, allerdings habe ich kaum Zeit gehabt zum Schneiden. Und das ist natürlich alles ein bisschen kacke, ne? Ich habe jetzt gerade die Kamera. Ihr habt ja schon länger nichts mehr bekommen, deswegen habe ich mir überlegt, Mensch, da muss man nochmal wieder ein Video nachlegen. Mikrofon in den Helm gepackt.